Die Auswahl des richtigen Micmac-Schweißgerätes ist das heutige Thema in diesem Video. Eins der wichtigsten Punkte ist das Einsatzgebiet der Schweißgeräte. Bei dem Einsatzgebiet sollte man unterscheiden, nutze ich das Gerät privat oder gewerblich. Besonders bei der Nutzung im gewerblichen Bereich seid ihr mit der Phoenix und der Titan XQ Pulse bestens ausgestattet, weil diese mit vielen innovativen Schweißprozessen von EWM standardmäßig gerüstet sind. Ein weiterer Punkt ist die richtige Auswahl der Bauart. Was heißt die Bauart? Wir unterscheiden zwischen modularen und demodularen bzw. zwischen kompakten und dekompakten Geräten. Als Beispiel, die Picomic 180 ist ein kompaktes Gerät. Was heißt kompaktes Gerät? Bei einem kompakten Gerät haben wir den Drahtvorschub und den Inverter, das heißt die Stromquelle, in einem Gerät sozusagen kompakt zusammengebaut. Bei einem dekompakten Gerät haben wir, wie zum Beispiel bei der Titan XQ Pulse, die Stromquelle in einem Extragehäuse und in einem zusätzlichen Modul, dem Drahtvorschubkoffer, den Drahtvorschub. Der Vorteil bei der dekompakten Bauvariante besteht darin, dass man zum Beispiel die Stromquelle irgendwo in die Ecke stellen kann und mit einem langen Zwischenschlauchpaket, das die Stromquelle und den Drahtvorschub miteinander verbindet. Dadurch kann man zum Beispiel, wenn das Gerät in der einen Ecke steht von der Halle, auf der anderen Seite der Halle schweißen. Oder zum Beispiel, wenn ich große Bauteile habe, wo ich oben drauf klettern muss oder über ein Gerüst gehe, muss ich nur den Drahtvorschub mitschleppen und nicht immer das ganze Gerät. Natürlich ist die Montage des Drahtvorschubgerätes auch an einem Galgen möglich. Dadurch kann ich mit dem Auslieger des Galgens mein Gerät bzw. mein Drahtvorschubgerät an die passenden Stelle bei großen Bauteilen ziehen und bin so total flexibel bei der Arbeit. Wenn man zum Beispiel an einem feststehenden Arbeitsplatz ist oder zum Beispiel an der Schweißkabine, gibt es die Titan XQ Pulse auch als Kompaktgerät. Das heißt, der Drahtvorschub ist seitlich in dem Gerät eingelassen und über eine Klappe zugänglich. Das Gegenstück zu den demodularen Geräten wie die Titan XQ Pulse ist ein modulares Gerät. Was heißt ein modulares Gerät? Bei einem modularen Gerät kann ich den Wasserkühler ganz einfach über Schnellspanner mit der Stromquelle verbinden. Der Vorteil bei einem modularen Gerät liegt darin, dass man dieses ganz leicht auseinanderbauen kann. Das heißt, den Wasserkühler von der Stromquelle trennen und so in einen ganz normalen PKW transportieren kann. Dadurch ist das Gerät flexibel einsetzbar, wenn man an einer Baustelle arbeitet. Der Vorteil bei diesen Geräten ist, dass man auch eine hohe Einschaltdauer mit hohen Stromstärken verwenden kann. Auch bei diesen Geräten gibt es, wie zum Beispiel bei dieser Taurus Steel, ein dekompaktes Gerät oder ein kompaktes Gerät, das heißt wieder mit einem eingebauten Drahtvorschub seitlich im Gehäuse der Stromquelle. Ein weiterer Punkt ist die Auswahl der passenden Stromstärke. Darauf muss man achten, welches Gerät man verwendet. Wie zum Beispiel die Picomic gibt es in diesem Gehäuse mit maximal 180 Ampere. Oder die Titan XQ Pulse bis 600 Ampere in der dekompakten Variante, das heißt wieder mit extra Drahtvorschub. In der kompakten Variante nimmt der Drahtvorschub etwas Platz weg und deshalb bis maximal 400 Ampere. Und bei den modularen Geräten, wie zum Beispiel es auch eine Phoenix oder die Taurus gibt, gibt es das Gerät in der dekompakten Variante bis zu 500 Ampere. Das heißt wieder mit einem extra Drahtvorschub oder in der kompakten Variante bis 350 Ampere. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, welche Steuerung wählt ihr in eurem Gerät? Bei der Picomic gibt es eine Steuerungsvariante. Solltet ihr eine der größeren Geräte auswählen, zum Beispiel eine Taurus, Phoenix oder Titan XQ Pulse, habt ihr die Wahl zwischen drei verschiedenen Steuerungsvarianten. Der LP-Steuerung, der HP-Steuerung oder der Expert-Steuerung. Wollt ihr mehr zu den Steuerungen erfahren, welche für euch am besten geeignet ist, könnt ihr euch die passenden Videos auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Mit den Geräten Taurus Synergic, Phoenix Pulse oder Titan XQ Pulse könnt ihr auch unsere Schweißmanagement-Software XNet 2.0 verwenden.